Muss ich mit der Spitzhacke die ganze Erde abbauen? Creeper? Kein Creeper. Jetzt komm! Boah, bin ich ein Pro-Gamer, ey. Ich bin so ein Cheater. Alter. Alter, ich habe mit sowas jetzt nicht gerechnet, dass da oben so haufenweise Creeper rumlaufen. Da oben ist bestimmt noch was. Ja, super. Da ist Sandstein. Scheiße, das heißt, hier wird irgendwo Erde, Wasser sein. Und ich muss natürlich erstmal heilen, weil sonst werde ich hier nicht lange überleben. Wo geht's denn hier noch hin? Ah, da kann ich keine Fackel setzen, ist ja super. Alter, hier ist überall Sandstein. Das heißt, hier muss irgendwo Wasser in der Nähe sein oder wir sind ziemlich nah an der Oberfläche. Meistens deutet ja Sandstein darauf hin. Ja, es sieht auf jeden Fall super aus. Scheiße. Wie soll ich denn hier lebend rauskommen? Kann mir das mal jemand erklären? Ich kann mir weder Wasser machen, weder eine Karte machen, noch sonst irgendwas. Natürlich. Stirb! Fuck, Mann. Postoptionen von... Ah, super. Ich habe gedacht, ich kann da jetzt vielleicht was einstellen, dass ich fliegen kann, aber... Anscheinend nicht. Ne. Kommt dieser Penner hier einfach mal angekrochen, ey. Scheiße, wie soll ich denn da hochkommen? Aber vielleicht habe ich ja da hinten Glück und da ist kein Wasser. Was aber wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Ich werde wahrscheinlich jämmerlich zugrunde gehen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich die Diamanten jemals... Wieso ist hier Wasser? Wieso ist hier Wasser? Schwimm hoch! Ach super, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Scheiße, wo ging es denn jetzt hier wieder lang? Hä? Hallo? Na! Ja, ist mir jetzt auch scheißegal, ob der explodiert. Hä, wo war denn das jetzt? Hilfe! Also, hier habe ich... Ach. Von wo bin ich denn jetzt gekommen? Alter, das war so ein kurzes Stück und ich habe mich verlaufen, ey. Das gibt's doch nicht. Boah, ich schieb gleich in die Panik. War das vielleicht hier? Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Oder auch nicht. Ach, ich bin bestimmt irgendwo runtergefallen. Hier ist nichts. Ist ja super.
Zum Glück habe ich Dreck dabei, um mich nach oben zu bauen. Von hier bin ich bestimmt auch niemals gekommen. Alter, das gibt's doch nicht. Nein! Du explodierst hier nicht. Scheiße, wie komme ich denn jetzt wieder raus? Beziehungsweise, wo war das Portal? Wieso laufen hier so viele Monster rum? La 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 la. Ja, ich weiß, die Folge ist jetzt gerade nicht sehr spannend. Obwohl doch, ich habe mich verlaufen und suche hier das blöde Netherportal. Wo war denn das? Nein, ich glaube, ich schwimme jetzt einfach mal hier nach oben. Das ist bestimmt eine super Idee, da kann mir nichts passieren. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hinschwimme. Da oben ist ein Ausgang! Nein! Schwimm! Alter! Jetzt schwimm... Alter, jetzt schwimm doch nach oben, Mensch! Kann ich mich hier hinstellen, da drüben? Kann ich. Alter, ich muss hier was essen. Okay, jetzt wird's spannend. Na, ah, super. Schaffe ich jetzt? Bitte lass mich's schaffen. Alter! Alter, was? Wieso komme ich da nicht raus? Fuck. Da muss es doch rausgehen. Ach. Drum. Verstehe. So, das merke ich mir jetzt hier einfach mal. Pff, wo bin ich denn jetzt? Das war natürlich sehr schlau, unter Eis aufzutauchen. Ich wäre beinahe schon wieder gestorben, ey. Alter, wo bin ich hier? Okay. Begeben wir uns auf die Rückreise. Das wird bestimmt ein super Ding. Haha. Ich laufe einfach mal in diese Richtung. Vielleicht ist das ja richtig. Genug Brote habe ich ja noch dabei. Ich muss erstmal einen hohen Punkt finden, um mir den Überblick zu verschaffen.
Am besten auf dem Baum. Okay, ich weiß, dass ich hier irgendwo am Rand von der Karte bin. Aua. Ach, wenn wir schon mal hier sind, da könnte ich ja eigentlich Fichtenholz mitnehmen. Nein, ich habe natürlich die Melonensamen vergessen. Das darf doch alles nicht wahr sein. Das darf doch alles nicht wahr sein. Scheiße, Mann. Alter, hör auf mich abzuschießen. So, ist das hier zufällig ein Fichtenbaum? So, weg da mit dem Pflasterstein. Ja, Fichtenholz. So, dann nehme ich das jetzt einfach mal hier ein bisschen was mit. Kann ja nicht schaden. Ist ja eh noch dunkel. Da hacken wir einfach mal in der Nacht jetzt ein bisschen Fichtenholz. Das macht da der Hobbyholzfäller einfach mal so. Der geht nachts in den Wald und hackt ein bisschen Fichtenholz. Für seine perversen Spielchen. Um Kinder in seinem Holzhaus zu kochen. Nein, Spaß. Ach, ich muss natürlich auch die Setzlinge mitnehmen. So. Dann hoffe ich mal, dass wir den Weg auch wieder nach Hause finden. Ach, ich hätte mir eine Karte mitnehmen sollen. Ah ne, die habe ich ja gar nicht, weil ich ja einmal gestorben bin und habe ich mir ja alles gecheatet. Aber ich glaube, die Melonen... Ach, wer schießt denn da? Aber ich glaube, die Melonen, die werde ich mir offscreen mal wiederholen. Da gehe ich mit euch nicht den ganzen Weg wieder zurück. Wir haben ja welche gefunden. Und bis ich die wieder finde, da gehen bestimmt 5 Stunden oder 10 Stunden Spielzeit drauf. Und das will ich euch echt nicht zumuten. Und drum werde ich die einfach offscreen suchen. Und dann werden wir uns gemeinsam wieder ein Melonenfeld anlegen. Was wir schon seit Staffel 1 eigentlich machen wollten. Aber wir natürlich keine Melonen gefunden haben. Weil das Spiel einfach eine Pussy ist. So einfach lässt sich das erklären. Und da die Spinne, die ist natürlich auch eine Pussy. Pussy! Eine Pussyspinne. Und da hinten habe ich doch noch eine Pussyspinne gesehen. Da hinten ist noch die Pussyspinne. Ich habe 54 Fichtenholz. Da kann ich mir noch mal was mitnehmen. Wird natürlich auch irgendwann Zeit, dass Tropenholz kommt. Alter, so viel Baumplantagen kann ich mir niemals anlegen. Ach, komm, fick dich. So. Ich habe 7 Fichtensetzlinge, die sollten eigentlich reichen. Und 64 Fichtenholz. Dann gehen wir mal weiter Richtung Heimat. Ich hoffe, das ist richtig so... Ah. Na, komm. Stirb! Spinne! Oh, ich sollte mal warten, bis ich wieder geheilt bin. Und es wird auch gleich Tag, das ist ganz schön. Alter, ich habe so viel Kohle dabei.
Ich überlege gerade, was ich wegschmeißen könnte, eigentlich gar nichts. Nein, hier ist ein Creeper. Gehen wir einfach mal in die Richtung. Das wird schon richtig sein. Aufs Maul! Aufs Maul! Aufs Maul! Okay, ich sprint jetzt einfach mal ein bisschen. Wir wollen uns ja hier nicht noch Jahre aufhalten. Also, das heißt bis Folge 1000. Alter, was ist das für eine riesen Winterlandschaft. Nein, Creeper, du lässt mich jetzt schön in Ruhe. Hab jetzt über... Natürlich. Lalalala. Aua, verdammt. Scheiße, wo soll ich denn jetzt nur... Wo soll ich denn nur hin? Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir aus der Winterlandschaft raus müssen. Beziehungsweise dem Schneebiom, aber... Ohne Karte ist das natürlich auch sehr intelligent, hier lang zu laufen. Gut, kein Creeper in Sicht. Ich laufe hier irgendwie die ganze Zeit am Rand von der Karte lang. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich gehen muss. Ich habe auch... Ach, da ein Sumpfbiom. Scheiße, den würde ich jetzt auch gerne noch mitnehmen. Komm, weg damit. Nehmen wir uns noch ein paar Seerosenblätter mit. Weiß nicht, wofür wir die brauchen werden. Aber da können wir uns ja so einen kleinen Gartenteich irgendwann noch bauen. Und dann... Moment, kann ich mir zufällig... Ich muss mal kurz schauen, ob ich mir ein Boot bauen kann, weil dann baue ich mir nämlich schnell ein Boot. Dann lässt sich das hier viel schneller reisen. Scheiße, dazu muss ich mir natürlich einmal so ein bisschen Holz machen. Dann mache ich mir mal schnell eine Werkbank. Da schmeiße ich mal kurz das Holz weg und dann stelle ich mal die Werkbank nämlich... Die tausche ich mal kurz mit der Axt und dann stelle ich die mal hier hin und dann nehme ich das Holz wieder mit und dann gucke ich mal, was ich für ein Boot brauche. Boot! Ah, verstehe. Das müsste für ein Boot reichen. Jawohl. Panische Musik im Hintergrund. Und meine Rüstung ist im Arsch. Frag, wie fahre ich denn jetzt mit dem Boot? Hallo? Alter, jetzt fahr doch! Na, super. Das Boot möchte irgendwie nicht so richtig fahren. Ah ne, das sind ja Cobblestones. Ja, wie fahre ich mit dem Boot? Ich bin noch nie Boot gefahren. Okay. Zack. Scheiße, was schmeiß ich denn da jetzt weg? Ach komm, die Pfeile. Krieg ich ja eh gleich wieder. Oh, ich weiß nicht, wie ich mit dem Boot fahre. Ah, jetzt geht's. Okay, dann reisen wir einfach mal über den Ozean in die weite, weite Welt.
Wir wissen nicht, wohin es uns führen wird. Ich hoffe, ich fahre hier einfach mal richtig. Zum Glück zerstören Seerosenblätter nicht unser Boot. Das hier sieht ganz danach aus, als ob wir fast zu Hause sind. Steig aus! Ich weiß nicht, wie ich ein Boot abbaue, ist jetzt auch egal.